Rettet arm ausgebrannten Typen. Alter, weil ich jetzt hier mit dir laber, habe ich vollkommen die Orientierung verloren, also mehr als sonst. Tja, das ist jetzt natürlich nicht mein Problem. Streu die. Bam. Witzig! Hast du gehört, ich bin witzig? Aua. Wie treffen die mich eigentlich immer? Naja. Bam, witzig. Ich bin heute mega gut drauf irgendwie, ich weiß nicht warum. Was passiert? Was du? Ja, Problem an der Sache, gerade bei solchen Spielen, wo du dich anstrengen musst, ist witzig sein nicht unbedingt gut. Weil dann, failt man. Es kann passieren, muss aber nicht. So, das Geld will ich haben. Ich hab mich gerade. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist denn los? Basement One. Warum kill ich mich die ganze Zeit selber gerade? Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, aber anscheinend bist du ziemlich erfolgreich da drin. Ja, es ist. Ich bin so. Vielleicht komme ich auch einfach mit der Geschwindigkeit gerade nicht zurecht, weil ich es gewohnt bin, mit diesem Flaps dann halt so langsam zu spielen. Man muss auch sagen, ich spiele seit 2 Tagen, also man kann jetzt hier kein Profi erwarten, ne? Aber so eine gewisse Professionalität irgendwie, wo man erkennen kann, okay, der Typ spielt nicht zum ersten Mal in seinem Leben ein Computerspiel. Aber leider findet ihr das auf diesem Channel leider gar nicht. Das habe ich auch von meinen Zuschauern jetzt in letzter Zeit öfters mal gehört. Du bist so verpeilt, es macht richtig Spaß, dir zuzusehen, wie du stirbst. Also, Naja, ist doch immerhin was, ne? Zwar nicht vielleicht nicht das Beste, aber... Geil, Alter! Was wir gerade alles bekommen haben. Dann muss ich gleich nochmal. Natürlich bekommen wir dann nichts mehr. Und ich habe den Bossraum gefunden. Den Bossraum. Bossraum. Was war denn da jetzt? Ach, da kam ich gerade nicht rein, weil ich keinen Schlüssel hatte. Ah, jetzt komme ich aber rein. Wir haben 5. Holen wir uns eine Bombe oder holen wir uns einen Schlüssel? Holen wir uns eine Bombe oder holen wir uns einen Schlüssel? Holen wir uns eine Bombe oder holen wir uns einen Schlüssel? Holen wir uns eine Bombe oder holen wir uns einen Schlüssel? Holen wir uns eine Bombe oder holen wir uns einen Schlüssel? Schlüssel. Man merkt es vielleicht, ich bin heute leicht aufgedreht. Hast du wieder Kaffee getrunken? Nein, ich habe halt nur einen Kaffee. Ich bin, seitdem ich hier bin, trinke ich nur noch einen Kaffee pro Tag. Du wirst es nicht glauben, ich habe hier einen festen Rhythmus. Ich stehe hier. Mein Tagesrhythmus. Für alle YouTube, für alle die zuschauen. Ich stehe hier früh um 7 auf, mache mich fertig, dann gehe ich um 7.30 Uhr auf. Nee, dann gehe ich um 8 Uhr auf Arbeit. Wieso habe ich das gerade aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Dann gehe ich um 8 Uhr auf Arbeit. Dann sprenge ich hier in den Raum und gucke, ob da eine Geheimtür hinter ist. Nein, ist hier nicht. Wir müssen hier nochmal kommen. So, wir haben ja gerade Bomben ohne Ende. Jawoll! Ich gehe um 8 Uhr auf Arbeit, dann arbeite ich bis 12 Uhr. Wenn ich Glück habe, bin ich schneller fertig. Das ist meistens der Fall. Ich kann mit der Energie da nichts anfangen. Nach Hause. Range down. Kommst du nach Hause in deine Bude, setz dein Bett auf, setz dich vor die Kamera und auf geht's. Das ist meistens der gewohnte Rhythmus, seitdem ich 5 Let's Plays mache pro Tag. Da geht mir nämlich wirklich 100% meiner Freizeit für Let's Plays drauf, aber ich habe sowieso nichts anderes zu tun, von daher ist das auch nicht wirklich schlimm. Run RUA Wizard. Ich weiß nicht, was das macht mit dem Wizard. Ach, habe ich. Ich habe einen Smiley auf dem Arsch. Hä? Oh Mann. Ja, dann gehe ich abends wieder um 17 Uhr auf Arbeit bis 22 Uhr und jetzt habe ich das Kaffee. Ich schieße 2 Kugeln gleichzeitig, aber in alle möglichen Richtungen. Scheiße. Und ausgerechnet gegen Gürklinge. Ich hasse Gürklinge. Habe ich jetzt gerade Kacke gesetzt? Hast du in meinen Bunnen auf einen Haufen gemacht? Ich hätte gern irgendein Item, was mir hilft. Also richtig hilft. Nicht, was mich kacke machen lässt. Natürlich habe ich, bevor ich gegen die Gürklinge kämpfe, einen Rage Down bekommen. Das ist so das ziemlich Beste, was man bekommen kann, wenn man gegen Gürklinge spielt, einfach einen Rage Down, weil die auch mit kurzer Range so gut zu besiegen sind. Oh oh. Alter, war das knapp gerade. Wir müssen uns erstmal auf einen konzentrieren, aber. Naja, ist gar nicht so einfach. So, die Fliege erstmal down.
Ja, den Kaffee trinke ich frühs, bevor ich auf Arbeit gehe. Gibt's einen? Das war klar. Gibt's einen und dann war's das eigentlich. Ja, das. Boah, Alter. Ersten Glückling. Nein, 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 wir haben noch ein halbes Herz. Nicht in die Blutlache, nicht in die Blutlache, nicht in die Blutlache. So, aber lieber der Rest. Ich muss jetzt losmachen. Alles klar, do that. Do your thing. Und? Das war geklauter Spruch von LeFloid, es tut mir leid. Ja, ich dachte gerade, wie kommt das bekannt? Jetzt weiß ich auch. ja, dann. Wir uns heute Abend. Hoffen, dass The Forest bis dahin wirklich abgedatet ist und alles. Ja. Und ja, dann reingehauen. Reingehauen, ciao! Oh, habe ich ihn gerade zugezählt. Ich mag ihn einfach so. Oh mein Gott. Ja, da sind wir wieder alleine. Jetzt geht's wieder Alleinunterhaltung. Ist es. Ich bin. Also wenn ich irgendwas nicht bin, dann ist es multitaskingfähig. Ich kann nicht gleichzeitig reden und arbeiten. Das ist bei mir echt krass. Ich weiß nicht, warum es so ist. Da ist ein blauer Stein. Soulheart! Bitch please! Geil! So, weiter geht's. Und da wollen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen. Ich muss in dem Spiel ab und zu mal in die Kamera gucken, ich weiß. Aber es ist sehr schwer. Wenn ihr Tipps habt, habt ihr vielleicht Tipps? Kann ja sein, dass auch. Ich habe auch schon mal gesehen, dass andere Let's Player bei mir zuschauen. Habt ihr vielleicht Tipps, wie ihr das mit der Kamera macht? Habt ihr irgendwelche. Habt ihr irgendwie, was, keine Ahnung, so ein riesiges, ich guck, muss in die Kamera gucken, Schild vor eurem PC stehen oder. Wie macht ihr das? Wie tut ihr am besten in die Kamera, das hätte ich später erst aufheben sollen. Wie macht ihr das, dass ihr in die Kamera guckt und gleichzeitig zockt? Oder liegt es einfach daran, dass ich nicht multitaskingfähig bin und deswegen einfach zu unfähig? Oh, da ist einer, ich habe mich schon gewundert. Schon wieder so eine Batterie, Alter, was will ich damit? Was haben wir hier? Lay waste all oppose you, Death, keine Ahnung. Geh mal da rein. So, super, der ist tot. Und jetzt haben wir hier. Komm, ja, ich. Waterbombe. Herz können wir gerade nicht mitnehmen, gehen wir weiter. So. Ich habe gerade ein bisschen Angst, das Item einzusetzen, die Karte einzusetzen, weil da Death steht. Den kriegen wir schon tot, keine Angst. Problem ist halt, ich muss mit dem Range Down mega schnell. Mega nah an die Viecher ran. Na also. Damit überhaupt irgendwas passiert. Da haben wir noch Pupu, die machen wir noch kaputt. Bekommen aber leider nichts aus der Pupu. Keine Ahnung, warum nicht. Nein, das kann nicht sein. Hoffentlich kriegen wir eine Bombe. Oh. Aua! Also positiv ist, die Viecher sterben, wenn sie uns berühren, aber. Ja, naja, muss ja nicht sein. Alter, echt jetzt? Oh, das droppt sogar Geld, also von daher ist es gar nicht so schlecht eigentlich. Ich wüsste nicht sicher, ob man die vielleicht sprengt. Hä? Bin ich hier gelandet? Hä? Wow. Steht eine Base, Junge. Wieso komme ich jetzt da raus, wenn. Manchmal verstehe ich nicht. So, der ist tot. Jetzt kommt der da raus.
und tot. Ich hasse das Spiel, es trollt mich. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin irgendwie verwirrt, warum ich... Okay. Soulheart Bombe. Das andere ist, glaube ich, nicht für mich, das Item. Könnte ich mir jetzt eh nicht mehr holen. Soulheart Bombe ist besser. Nee. Hä? Ich verstehe manchmal den Sinn des Spiels nicht. Wo ist der Raum? Genau. Oh! Jackpot! Mysterious Candy! Mal schauen, was das macht. What the fuck? Was war das gerade für ein Geräusch? Und hier waren wir schon drin, ne? Was war das gerade für ein Geräusch? Hat es gerade gehört? Wenn man das aktiviert hat, bekommen hat, dann... Ich glaube, ich muss nochmal alle Räume durchsuchen. Irgendwas hat sich gerade geöffnet. Jetzt hole ich erstmal das Ding hier. Sehr schön. Irgendwas hat sich... Hä, wieso bin ich jetzt schon wieder hier? So, dann nochmal. Ich glaube, das ist Absicht. Man fliegt manchmal in andere Räume rein. Hier waren wir noch nicht. Ah, super. Ist der Boss. Alter, dieses Vieh, ne? Oh. Ach, das macht das. Dann ist es ja ein richtig geiles Item. Hihi. Okay, super. Hat super geklappt. Das macht das Item. Okay. Bist du Table Range Bombs? Hä? Ich verstehe nicht ganz, was das Item macht. Ich hole es mir noch mal ganz kurz. Moment. Was macht das? Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ich werde jetzt einfach mal das andere wieder mitnehmen, weil das auch ganz geil war. Okay, wo ist der Bossraum? Wo ist der Bossraum? Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein Herz wiederherstellen. Da unten haben wir noch aber noch eins. Deswegen... Ich tue auch manchmal komischerweise irgendwie Poop herstellen. Ich weiß nicht warum. Da würde es durchgehen, da kommen wir aber nicht durch, weil wir es nicht gemacht haben. Bossraum ist da hinten. Bam! Monstro! Na also, go, go, go! So, Monstro mal. Monstro ist ein schön einfacher Gegner. Ich glaube, Monstro ist mein Lieblingsgegner mit. Zusammen mit, Chubb, der ist auch nicht schlecht.
Ist auch echt nur dummer, wenn ich mich von Monstro mal treffen lasse. Wow, wie das zum Beispiel beinahe. So. Go down, bitch. Go down, go down. Super.